Fisch drin. Prost. Herzlich willkommen, Eisendoktorenhof. Es ist Silvester. Immer was Gutes. Sehr aber gut. Gib mir eine Klare. Erstmal sind wir noch da, das ist das Allerbeste, was überhaupt passiert. Und dann haben wir gut leben können. Und wir haben so viel gut leben können, dass man sie die jeden Tag ein Fläschelboy leisten kann. Und das finde ich immer das Beste. Wenn es so rumgeht, dass man jeden Tag ein Gläselboy trinken kann. Super. Prost. Ja. Oh, schöne Riesling. Was gibt es denn Besseres? So, jetzt fangen wir mal an. Also, das Jahr ist zu Ende, das neue Jahr beginnt morgen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall für das alte Jahr noch alles Gute, dass alles gut rumgegangen ist. Und jetzt natürlich für das neue Jahr viel, viel, viel Glück und viel, viel Freude und viel, viel gute Sachen. Und dass ihr viel schaffen dürfen, das ist auch was Wichtiges, dass man was schaffen darf. Und dass ihr viel Gutes essen könnt und Gutes trinken könnt und jeden Tag so viel übrig habt, dass es immer langt für ein Gläsel wohl. Und dann kann gar nicht so viel passieren. Und ich was esse und ich was trinke, da denke ich euch gerne was erzählen. Und zwar von einem ganz, ganz großen, der immer wahnsinnig viel gern und gut gegessen hat. Dem König knurrt der Magen. Großer Hunger und noch mehr Durst plagen den Monarchen. August der Starke liebt und hasst dieses Gefühl gleichermaßen. Er sitzt an seinem reich gedeckten Festtafel und wartet auf den nächsten Gang. Nichts und niemand werden ihn an diesem Abend von der Füllerei abhalten. Weder Medikus noch Mätresse, keiner ist der Schlemmerei im Weg. Außer vielleicht der bedrohliche dicke Wamscht, über den sie straff die glitzernde Weste spannt und er gegen die Tischplatte drückt. Mit den Jahren wuchs der Speckgürtel immer weiter und weiter. 100 cm, 105 cm, 109 cm Leibesumfang. Selbst dies in längst Geschichte. Jetzt passen Majestät weder Rock noch Kleid als dieser Zeit der Jugend. Sei es drum, Essen bedeutet Macht. Sehr viel essen zu können, bedeutet sehr viel Macht zu besitzen. Und im Magen des Monarchen ist noch eine Menge Platz. Fanfaren erklingen, Pauken ertönen, auf güldenen, glänzenden Tafelsilber tragen die adligen Diener das Hauptmahl in den Paradesaal. Das festliche Tafelzimmer des Dresdner Residenzschlosses ist wieder einmal Schauplatz einer kulinarischen Orgie. Die Hoftrompeter und die Hofpauker kündigen mit ihren Instrumenten jede neue Tracht an. Das Signal hallt durch die Korridore, durch die Galerien und die Gänge. Zwei Dutzend Pagen und Mohren schleppen die Speisen von der Hofküche auf zu großen Tellern und Tabletts heran. Oben angekommen übernehmen andere Diener das glänzende Tafelzimmer. Sie tragen die Speisen feierlich in den Saal. Das Ecktafelzimmer ist mit rotem Samt und Goldstickereien eisgekleidet. Vor lauter Pracht scheint alles zu glühen. Jetzt Maß zu halten ist für den eigentlich schon reichlich genährten König hier unmöglich. Das Wasser läuft ihm im Mund zusammen. Die Augen leuchten, der pralle Leib verlangt nach mehr. Unter den halbrunden spiegelnden Abdeckhauben kommen im goldgelb strahlenden Schein der unzähligen Riesenkerzenleuchter gegarte Hechte mit glänzendem Kopf und Schwanz zum Vorschein. Karpfenfilets in Honigsoße, gebratene Fasane, die wieder halb im bunten Federgleich stecken, junge Wildschweine im Ganzen, der gesottene Kopf eines großen Keilers mit speckgespickte Rehrücken und etliche Porzellanterrinnen voll heißer köstlicher Suppe. Darunter die berühmte Olla Portrina. Der Kurfürst und König lässt seinen lukullischen Leidenschaften freien Lauf. Hastig verschlingt August der Starke den gebratenen, dampfenden Rinderschwanz in Petersiliensoße und grenzt von gelben Rüben. Das ist eine seiner sieben Leibgerichte.
Mit der zweizackigen Silbergabel schiebt sich der König gierig den letzten Bissen von seinem Teller in den weit geöffneten Mund. Die kräftigen Backenknochen mahlen unablässig. Die kröksten Brocken spült der König mit einem kräftigen Schluck Tokaja-Wein die Kehle herunter. Unter der Perücke rollen die ersten Schweißtropfen hervor, ziehen eine Bahn in das gepuderte Gesicht und verrinnen zwischen den rot geschminkten Vollwimpern. August der Starke kann eine Menge vertragen. Zur Stimulation hatte sich der Polenkönig ein ganzes Pfund frischen Spargels in Öl und feinem Essig, eine zarte Poulade und zwei Dutzend Weinbergschnecken einverleibt. Dazu ruht bereits ein guter Liter des kräftigen Ungarweins im Inneren des mächtigen Monarchenmagens. Der Appetit lässt nicht nach. Zum krönenden Abschluss wird ein riesiges Buffet mit Nüssen, Pistazien, Esskastanien, Konfekt, Marzipan, Marmeladen, Trauben, Birnen, Granatäpfel und Feigen aufgedeckt. August nascht von hier, kostet von dort. Am Ende verputzt er einen mit Parmesankäse gefüllten Eierkuchen. Und dies ist eine der Lieblingsspeisen des stets hungrigen Sachsen. Was dem normalen Magen unfassbar erscheint, ist für den barocken Monarchen durchaus ein für lange Zeit reueloses Vergnügen. Unzählige Fakten und Anekdoten belegen die ungezügelte Ess- und Trinklust des genießerischen und verschwenderischen Absolutisten. Im reifen Alter wird die Leidenschaft zum gesundheitlichen und letzt tödlichen Verhängnis. Besonders die üppige Körperfülle des Kurfürsten beweist, dass August der Starke zeitlebens kein Kostverächter ist. Spätestens seit seinem 42. Lebensjahr stemmt der Dresdner weit über 100 Kilo auf die Waage. Er ist fett und rund. Das Doppelkinn gilt als natürliches Macht- und Magenzeichen. Die Eintragungen ins akribisch geführte Wiegebuch August des Starken belegen uns bis heute die maßlose Füllerei an der Hoftafel und die nicht zu übersehenden Auswirkungen. Höhepunkt scheint der 6. Mai 1712 zu sein, an dem Friedrich August Gewicht mit 260 sächsischen Pfund ermittelt wird, was gut 121 Kilogramm oder knapp 3 Zentner ist. So war dieser August der Starke wohl einer der gröbsten Esser seiner Zeit. Gelesen habe ich, dass er als Vorspeise zum Teil 144 Austern verdrückt hat und das als Vorspeise. Aber man muss ja sagen, das neue Jahr kommt. Jetzt wissen wir, was wir uns vornehmen dürfen oder nicht vornehmen dürfen. Viel essen oder weniger essen, gut essen oder schlecht essen. Essen müssen wir. So viel vielleicht nicht ganz, was der gemacht hat. Aber gegessen wird. Und ich wünsche euch ein gutes Jahr mit gutem Essen und vor allen Dingen immer mit einem guten Schluck Wein. Und jetzt habe ich auch noch Durst, weil jetzt habe ich auch Hunger gekriegt, weil jetzt weiß ich ja, was man essen kann. Also, gutes neues Jahr, macht's gut, also mit Doktorenhof, Schorsch und Piroschka und seine wildromantischen Pfalz. Prost, Servus, bis 2024, hoffentlich sehen wir uns da. Machen's gut, Servus. Thank you.